Hallo meine Damen und Herren, wir haben ja wieder einen richtig dicken Knilch am Start, Handschuhe, Knife und so weiter und so fort und scheinbar auch Cheats. Oh, guck mal da, Digga. Mann, Alter, sind hier, also ich sag euch ehrlich. Wie man hier sehen kann, beginnen wir direkt im Warm-up. Hier sieht man schon die Handschuhe, Leckerteilchen und das Knife hat man, da ist es, Knife, lecky schmecky. Na, WP Wildfire, auch nicht schlecht. Ich habe grob zusammengezählt, es sind um die 1000 Euro, wir schauen aber später natürlich noch in sein Inventar rein. Aber jetzt spule ich mal ein Stück, dass es ja auch was gibt. Also im Warm-up, ich habe vorher nur das Warm-up offen gehabt und da dachte ich mir schon, da ist irgendwie nichts. Also da war nicht allzu viel zu sehen. Jetzt beginnt der Spaß. Er geht Mitte. Sie haben eine Aufteilung, die normal ist halt. 2B, 3A. Und da... Pipipi dreht sich um zu seinem Mate. Das war alles clean. Also jetzt schon die ersten beiden Shots waren sehr... sehr, sehr, oh mein Gott, was war das denn, Monsieur? Also, ich würde hier am Anfang schon direkt sagen, Vision und Aim, beides sehr, sehr deutlich. Mal gucken, er hat jetzt hier unter sich den einen auf Second mit, den er natürlich auch eindeutig schon im Vorfeld gesehen hat. Einen das noch bei Lower mit, klar, den hört man jetzt auch schießen, aber er ballert auch so komisch vor. Die ersten zwei Shots waren halt schon insane. Der rennt da einfach durch. Also er hat überhaupt keine Skrupel, er hat auch keinen Schiss, dass irgendwo einer steht, der ihn auf Engel wegholen könnte. Übrigens, er hat ein Bajonett Ultraviolett. Also ich würde hier schon ziemlich am Anfang direkt sagen, da ist sowas von ein harter Vision Assist am Start und aber eben auch ein Aim Assist. Ich wäre vielleicht in die Demo da auch rumgezuckelt, deswegen sah es noch doppelt und dreifach komisch aus, aber dieses bup, 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 merkwürdig. Er weiß, dass hier rechts einer close steht, wahrscheinlich. Er weiß, dass die da links, dass da links einer close ist. Wir gucken mal. Achtung, er geht rein. Auch hier wieder. Er hat eben nicht hier gerade ausgepiekt, wo er gerade hinschaut, ne, sondern er hat direkt links gepiekt. Also ich weiß gar nicht, ob ich da großartig viel dazu sagen muss. Ich gehe stark davon aus, dass jeder von euch jetzt bereits schon in den Kommentaren hängt und schreibt, der hat sowas mal an, Alter, ich hoffe, der wird gebannt. Das ist ja wirklich crank. Mit so einem Inventar so eindeutig reinzuschisseln. Also das haben wir schon lange nicht mehr. Wir hatten mal einen Spinbotter mit Knife. Das war halt komplett Hanebücher. Also wer sowas macht, der ist lost. Hoch 10. Der war nach einer Woche oder so gebannt. Da war alles weg. Also, weiß ich auch nicht. Ich meine, kann natürlich sein, dass es ein geklauter Account war und die Sachen eh schon einen Trade-Sperre hatten oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich das damals nachgeschaut habe. Aber da ich natürlich hier nachgucken kann, wer das ist, wer da cheatet, kann ich auch gucken, ob er den Trade-Sperre hat. Mitte kommt hoch. Er ist sich jetzt hier irgendwie schon darüber im Klaren, aber kriegt es nicht gerasselt irgendwie. Sein Mate holt ihn oben in... Oh, kriegst du... Es ist sehr komisch irgendwie, wie er mit der Information, die er scheinbar bekommt, umgeht. Also nicht richtig, hier auch wieder. Er fängt an zu schleichen, er weiß, dass der Gegner hier rechts schon ist und nicht links, obwohl er durchgehend geschlichen ist. Er hat ihn nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass der Mate oben ihn von Balcony aus gesehen hat. Also die Info ist da, aber er zuckelt so komisch rum. Hier weiß er auch wieder, der Letzte ist hier rechts neben mir. Ich habe nichts zu befürchten, ich warte einfach ab. Mal gucken, ob er jetzt die Runde auch noch was macht. Der Gegner bewegt sich auf jeden Fall. Der läuft da in Apartments rum, also shiftet rum. Man kann ihn nicht hören. Und er muss uns jetzt hier abfacken, oder was? Oh, okay, der Mate holt ihn weg. Ich bin schon sehr auf sein Inventory gespannt, wenn wir da gleich reinglotzen. Alleine die Sachen, die er auf T hat. Ja, obwohl, wenn das hier ein Shotgame ist, dann... Okay. Warum hast du da jetzt hingeschossen, ohne überhaupt irgendjemanden zu sehen, du Kecko? Und auch so ziemlich, ziemlich genau. Fast schon wie mit einem Magnet. Lauchlappe. Auch wieder Timing perfekt am Start. Selbst wenn man jetzt sagen könnte, okay, rechts ist ja auch der Molly. Klar, da muss er jetzt nicht abnehmen oder sowas, aber... ja. Ich denke, ich muss es nicht weiter rechtfertigen, den Vision Assist. Und ich bin mir bei ihm bei Aim Assist auch sehr, sehr sicher. Diese massierenden Feuerstöße auf eine Position, auch wenn er nicht direkt trifft, vielleicht mit dem Offset oder sowas, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Jetzt muss er sich kurz rechtfertigen und stehen bleiben. Ich habe aber nichts an, keine Sorge. Er geht wieder ran, Mitte einer sehr close. War jetzt kurz schockiert, man hat ihn sogar gesehen. Also auch ohne Vision hat man den Kerl close gesehen. Er macht so komische Moves mit der Nate. Also ich werde auf jeden Fall nachschauen, ob der Account irgendwie Trade-Band ist oder Community-Band. Das würde mich interessieren, weil ich doch finde, dass er sehr obvious halt reinschisselt. Also ich gehe davon aus, dass jetzt hier ein Bann nicht so lange auf sich warten lässt. Also zumindest hatten wir schon oft genug genau solche Accounts, die so dick besetzt waren mit Skins. Und die dann einfach trotzdem gebannt wurden, auch ohne Trade-Ban, also wo derjenige wirklich sein Zeug halt verloren hat. Ich weiß, dass viele sagen, ja gut, mit den Skins, da hat man meist nochmal sowas wie einen Schutz davor, weil halt manche Skin... oh mein Gott. Skin-blinded sind und sich davon flashen lassen. Aber zum Glück haben wir oft genug schon eben die Bans auch reindrücken können, also es ist wohl nicht immer so. Machst du jetzt noch was, du Stinknödel? Er versteckt sich oben in der Parts. Und?
da ist er auch schon weg. Also ich bin mir hier bei Aim Assist zu 100% sicher, bei Vision Assist auch, bei Other One nicht. Sie hat ein, zwei Bunny Hops versucht, die ich gesehen habe, aber da kam nichts mehr rum. Griefing auch nicht. So, jetzt schauen wir in seinen Account rein. Dafür gehen wir mal eben rüber auf den Desktop. So, da sehe ich schon direkt auch zwei Stashs. Aha. Mit 255 Items und gar nichts oder was. Hier haben wir die Handschuhe, die Moto Gloves Turtle, dann das Knife. Bayonet Ultra Violet in BS, hat man ja auch gesehen, da sieht man ja, dass es ziemlich abgeballert ist. Hier die goldene Farmers, eine Stat-Track SSG 08 Turbo, die Neo Noir, diverse Pins. Hier noch eine Containment Breach und einen Howl-Pin. Ein Glitter-Sticker, sehr schön. Und hier nochmal so ein Protection-Pin, den habe ich noch nie gesehen. Alex Pin auch nicht, holy shit, krass. Was ist hier noch so liegend? Diverse Glittersticker, ich habe keinen Plan, was die an Wertigkeit haben, aber ich denke, das ist alles, okay, hat ja noch einen Viewer Pass einfach drin liegen. Okay, hier wurde richtig fett reingekauft, hier die Stickerkapseln. Da erhofft sich jemand aber ein ordentliches Wachstum. Einige Sticker, also hier noch eine Snack Attack, die haben wir vorhin ja auch kurz in-game gesehen. Die Melandrama, sehr, sehr geil. Eine Fuel Injector, eine weitere Fuel Injector, sehr schöne T-Waffen. Auch die Angry Mob ist sehr geil. Und jetzt sind hier noch weitere Pins, so viele Pins. Die können aber alle schon ihre Sache, oder? Jetzt also zwecks Geld, bestimmt. Nochmal eine Bloodsport, ein Easy Peasy Pin. Ich hätte auch gern so viele Pins, geil. Und so jemand keckelt so rein, warum? Und hier auch nochmal eine M41S Print Stream. Auch nicht gerade günstig. Also auf Steam Labs sieht ja auch alles gut aus. Sollte an sich nicht geklaut oder halt Community gebannt oder irgendwas sein. Ist alles clean. Also gerade mit diesem Hardcore Obvious Vision Assist darum zu dackeln. Ganz merkwürdig. Ich meine, bei den Shots, da könnt ihr auch noch bei anderen vielleicht verstehen, dass da sind sich vielleicht nicht alle einig. Da sagt dann der eine, ja gut, vielleicht ist es jemand extrem Gutes oder der Vision Assist wird halt so gut genutzt, dass man dann damit eine schöne Aim-Unterstützung hat, ohne dazu extra ein Programm nutzen zu müssen. Aber ja, es ist trotzdem recht auffällig alles. Und bevor ich es vergesse, meine Damen und Herren, suchen wir noch den Gewinner vom letzten YouTube-Giveaway heraus. Man musste dort in seinen Kommentar zusätzlich noch Doktor reinschreiben. Das heißt, wenn jetzt hier ein Kommentar gepickt wird, in dem nicht Doktor steht, dann müssen wir den nächsten ziehen. Denn das war die Voraussetzung, dass man nicht einfach nur blindlings was schreibt, sondern eben auch das Video schaut, um an diese wichtige Information ranzukommen. Das sollte alles passen. Ja, wir holen uns die Comments. 40 Stück. Und wir starten direkt rein. Dabei ging es um... Lass mich kurz überlegen. Ich muss kurz gucken. eine AK-47 Slate. Okay, nice, sehr schön. Ja, also es geht um diese Slate. Hallo? Das war das Video, dieser Cheat braucht keinen Cheater mehr. Das war eine echt interessante Sache mit der Maus. Also, wer wird sie... Scheiße, ist der Cash hier raus oder was? Ich muss es nochmal neu eingeben. Sorry. So, dulle. Get Comments 40. Let's go. Denk dran, man musste irgendwas mit Doktor schreiben. Und über mir ist der Gewinner. Wer ist es? Wow! Ghost! Der Doktor hat wieder Nachforschungen angestellt und diese Ex... explizite wahrscheinlich Software gefunden. Also Ghost, du meldest dich bitte hier unter diesem Video in den Kommentaren, so von wegen, hey, ich habe gemerkt, ich habe was gewonnen, cool. Dann schreibe ich darauf hin, ja, nice, schick mir bitte deinen Trade-Link und dann schickst du mir deinen Trade-Link, nachdem ich dich darum gebeten habe oder gefragt habe, als neuen Kommentar und dann haue ich dir das Dingchen raus. Und natürlich hauen wir jetzt auch direkt wieder ein weiteres Giveaway für euch raus und zwar diese M4A1S Night Terror. Für alle Gruselfans da draußen. An diesem Giveaway kann man auch wieder teilnehmen, indem man einfach einen Kommentar schreibt. Und dieses Mal ist das Zauberwort Shots. Also baut einfach Shots mit Sinn oder auch ohne Sinn in euren Kommentar mit ein. Und dann weiß ich, ah ja, derjenige ist bis zum Ende mit dem Video gewesen. Höchste Daumen nach oben. Sweet. Und ja, und schon ist man mit dabei. Achso, und wenn ihr Bock habt auf einen leckeren Energy Drink zum selber mixen, könnt ihr mal gerne bei Holy vorbeischauen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt gerne auch in die Livestreams jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir sehen uns. Haut da rein. Danke fürs Reinschauen. Danke für die Likes. Danke für die Kommentare. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.